Und endlich ist das erreicht worden, was erreicht werden sollte. In den Mittelpunkt unserer Politik gehören nicht einige Millionäre, es gehören vor allen Dingen in den Mittelpunkt unserer Politik der Mittelstand und die Mittelschicht. Sie trägt das Land, sie zieht den Karren, und das ist es, worauf die Bürger einen Anspruch haben, dass Leistung sich lohnt. Denn diese Bürger dort oben, die erwirtschaften, was sie verteilen wollen, und denen darf die Last nicht immer schwerer gemacht werden. Während der Rede des Kollegen Westerwelle hat sich der Kollege Alexander Ulrich zu einem Zwischenruf hinreißen lassen, der unserem Sprachgebrauch und im Umgang untereinander nicht angemessen ist. Er hat ihn Volksverhetzer genannt. Ich rüge diesen Zwischenruf. Ich gebe zu, es gibt einen Punkt, da ist die Grenze überschritten. Das ist nämlich da, das ist zweifellos der Fall, wenn ein Ministerpräsident, ein Minister gegen Bezahlung sozusagen mit angeboten wird. Das ist eine Praxis, das ist eine Praxis, Herr Ströbele. Sie müssen mich nur zu Ende reden lassen, das haben Sie doch auch für sich um in Anspruch genommen. Das stimmt zwar auch, aber ich möchte ihm doch weiterhelfen. Ich bin ja bei der Resozialisierung. Der Kollege Strobel hat einen Zwischenruf gemacht, etwa dem Sinne nach, lassen Sie sich von diesem Straftäter nicht unterbrechen. Das entspricht nicht dem parlamentarischen Sprachgebrauch. Sie treten ihm, dem Kollegen dort, persönlich zu nahe. Ich rüge diesen Zwischenruf. Kollege Bockan, wenn man Sie hört und vor allem auch sieht, dann muss man sagen, das ist nicht nur eine Verunglimpfung von parlamentarischen Parteien hier, sondern es ist auch eine ziemlich schamlose Instrumentalisierung des Extremismusproblems, das Sie hier betreiben. Und ich würde Sie dazu auffordern, dass Sie das vielleicht in Zukunft etwas sachlicher diskutieren. Die Familienpolitik der Bundesregierung. Die Familienpolitik der Bundesregierung. Die Familienpolitik der Bundesregierung. Frau Präsidentin. Ja, natürlich macht ihr das. Frau Präsidentin, was machen wir denn jetzt? Ich nehme an, dass Sie jetzt erstmal Ihre Rede halten, und wenn jemand eine Zwischenfrage stellen will, dann würde er die stellen, und dann werden wir im Protokoll nachgucken, was hier gesagt worden ist, weil wir nicht alles genau gehört haben. Ich möchte gerne zurückkommen auf die Zwischenrufe vorhin. Das Protokoll liegt uns jetzt vor. Ausweislich des Protokolls hat der Kollege Peter Tauber gesagt, ihr seid doch die rot lackierten Faschisten. Herr Tauber, dafür erteile ich Ihnen eine Rüge und mache im Übrigen deutlich, dass Vergleiche mit dem Nationalsozialismus hier im Hause nichts zu suchen haben. Sie haben für 4.500 Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan einen einzigen Facharzt für Psychiatrie zur Verfügung gestellt. Und es ist der Wehrbeauftragte, nicht wir, der gesagt hat, dass die Versorgung der zurückkehrenden Soldatinnen und Soldaten bei seelischen Traumatisierungen unzureichend ist. Und er bemängelt auch, dass es zu wenig Fachärztinnen und Fachärzte für Psychiatrie in der Bundeswehr hier in Deutschland gäbe. Nicht wer für all das die Verantwortung trägt. Ja, Sie können mich, wissen Sie, Herr Lindner, Sie können mich ruhig als geistig gestört betrachten, aber das sagt etwas über Ihr Niveau, nicht über mein Niveau, um das auch mal ganz klar zu sagen. Bevor ich der nächsten Rednerin das Wort erteile, will ich darauf hinweisen, dass nachweislich des stenografischen Protokolls während der Rede des Kollegen Gysi mit seinem Hinweis auf die Notwendigkeit von mehr Fachärzten für Psychiatrie in der Bundeswehr es einen Zwischenruf des Kollegen Lindner gegeben hat, Martin Lindner gegeben hat.
den ich ausdrücklich als unparlamentarisch rügen möchte, verbunden nochmal mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass wir auch und gerade bei einer natürlich kritischen Auseinandersetzung auf persönlich herabsetzende polemische Bemerkungen verzichten sollten. Der globale Finanzmarkt ist doch in Wirklichkeit ein globaler Schwarzmarkt. Die Bundesregierung tut nichts, aber auch gar nichts außer schöner Worte, um diesen globalen Schwarzmarkt zu bekämpfen. Und die Spekulanten, meine Damen und Herren, sind Taliban in Nadelstreifen, und vor diesen Taliban müssen die Menschen in unserem Land geschützt werden. Die Kanzlerin hat erklärt, der Schlüssel des Problems zur Lösung der Krise läge in Griechenland. Ist das wirklich so? Frau Kollegin Lötsch, Sie haben vorhin in Ihren Ausführungen mit Blick auf internationale Finanztransaktionen zu einem Vergleich mit Terroristen gegriffen, den ich für maßlos halte und deswegen rüge. Und ebenso unerträglich und unverschämt finde ich es, dass Sie hier das Wort Erpressung in den Mund nehmen. Erpressung ist ein Straftatbestand. Mit was hätte denn der BDV, der Bund der Vertriebenen, erpressen sollen? Er hatte doch überhaupt kein Erpressungspotenzial. Und das sagen Sie, Herr Thierse, als jemand, der vor kurzem selber straffällig geworden ist. Und das halte ich schon für eine Brüskierung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die SPD und auch die anderen Oppositionsfraktionen haben heute deutlich gezeigt, welch Geisteskind sie sind. Herr Kollege Mayer, ich rüge Ihren Vorwurf gegenüber dem Kollegen Thierse, er sei straffällig. Er ist nicht straffällig und ist auch nicht verurteilt. Das ist kein parlamentarischer Sprachgebrauch im direkten Umgang miteinander. Und ich stimme dagegen, weil es Ihnen innerhalb einer Wochenfrist möglich gewesen ist, 650 Milliarden Euro für Banken, Spekulanten und Vermögensbesitzer zu mobilisieren. Ich stimme dagegen, weil Ihnen die Ärmsten in diesem Land auf der anderen Seite nicht mal eine Handvoll Euros wert sind. Ganz nach dem Prinzip, wir da oben, ihr da unten. Das ist ein Skandal. Die Protokollführer haben einen Zwischenruf des parlamentarischen Staatssekretärs Hans-Joachim Otto festgehalten, den ich nicht gehört habe, der aber von den Regierungsbänken nach unseren Regeln erstens unzulässig ist und der zweitens, wenn er aus den Reihen der Abgeordneten erfolgt wäre, von mir als unparlamentarisch gerügt worden wäre. So, und damit können wir den Punkt hoffentlich abschließen. Und wir werden auch Länder wie Saudi-Arabien, soweit dies im Kampf gegen den Terrorismus und die Piraterie erforderlich ist, auch technisch unterstützen. Und dies, was da, und dies, was dort in, von Ihnen in, ins Benehmen gezogen wird, das sind Milliarden, die beispielsweise ein Küstenschutzauftrag von EADS, das ist auch bekannt, EADS, ein Küstenschutzauftrag erhalten hat. Diese Debatte jetzt sicherlich ernsthaft und mit der entsprechenden Aufmerksamkeit zu Ende bringen, ohne dass ich den sicherlich im Protokoll vermerkten Zwischenruf des Kollegen Wunderlich hier wiederholen möchte, rüge ich diesen ausdrücklich. Und das Dritte ist, wir haben eine andere Situation. Es ist doch insgesamt klar geworden in der Frage der arabischen Veränderungen, dass es vorher immer eine Vorstellung gegeben hat, dass Stabilisierung von Ägypten und anderen hilfreich wäre. Ich lege Wert darauf, dass erstens ich immer eine Position vertreten habe, die gesagt hat, man darf solche Länder nicht beliefern, weil das Spannungsgebiete sind und die Menschenrechte verletzt werden. Und dass zweitens, wir alle gelernt haben nach dem arabischen Frühling,
welche katastrophale Auswirkungen Stabilisierungspolitik in der Form haben kann. Deshalb haben Sie jetzt gelernt und Ihre Position verändert? Nein, das genaue Gegenteil ist der Fall. Sie wollen jetzt noch zur Unterdrückung 200 Kampfpanzer nach Saudi-Arabien liefern. Das halte ich für unerträglich. Sehr geehrte Frau Kollegin, ich habe bewusst nicht Sie alleine angesprochen, sondern ich habe die Handelnden in der Regierung damals angesprochen und bin davon ausgegangen, und ich glaube hoffentlich auch zu Recht, dass Sie sich, alle vier, die ich angesprochen habe, damals sehr wohl intensive Gedanken gemacht haben und dass Sie nach Abwägung dieser Pros und Cons zum Schluss gekommen sind, die Rüstungsexporte damals zu genehmigen. Mehr habe ich hier im Augenblick. Weise darauf hin, dass ausweichlich des Protokolls der Kollege Martin Lindner die Kollegin Wieczorek-Zeul als Heuchlerin bezeichnet hat. Das weise ich als unparlamentarischen Ausdruck ausdrücklich zurück. Wir kommen mit dem Schließen der Aussprache zu den namentlichen Abstimmungen. Und da, meine Damen und Herren, können Sie johlen, wie Sie wollen. Das ist eine richtige Maßnahme. Denn Sie sind die Genossen der Bosse. Sie sind die, die nur an die Großunternehmen denken. Diese Koalition aus CDU und FDP, das sind die, die an den Mittelstand denken, an den industriellen Mittelstand und die Menschen, die in ihm arbeiten. Und darauf sind wir stolz, meine Damen und Herren. Und Sie können hier noch so viel lügen, wie Sie wollen. Wenn Sie sagen, es sind Golfplätze befreit. Kein einziger Golfplatz in Deutschland ist befreit. Herr Kollege, das Wort Lüge ist erstens unparlamentarisch. Hier im Hause findet dieses Wort ohnehin nicht statt, weil jeder, der hier Aussagen trifft, immer davon ausgeht, dass seine Argumente auch die richtigen sind und die nach bestem Wissen und Gewissen vorgebracht werden. Und auch bei größter Leidenschaft der Debatte kann ich das nicht akzeptieren. Ich rüge deshalb Ihre Aussage.